Bisschen chillen und so. Da hinten sind ein paar Blutflecken. Ja, hier, wir haben hier Rauchsignale. Unsere Aufgabe ist es auch, die Rauchsignale auszuschalten, ne? Ich habe hier irgendwas gefunden. Ein Banditentagebuch. Okay, neue Mission. Was hast du gemacht? Ein Schlüssel. War das, was ich in die Wand hier gesehen? Warte, ich sollte es dir mal zeigen. Warte, ich bin hier gerade am Einkaufen. Wo, welche Wand, wo bist du? Einkaufen? Also, hier hatten wir hier eine Exekution. Alter! Sowas in die Richtung. Wartet ihr mal eben, ich brauche ganz dringend neue Munition, sonst habe ich in zwei Magazinen leer. Ich gehe mich heute mal eben teilen. Anhand der Art, wie die Leute hier festgenagelt sind, würde ich sagen, es war aus Bioshock 2 ein Big Daddy hier mit der Harpunenkanone. Oder war es Bioshock 1? Auch sinnvoll. Ganz klar. So, mir geht's wieder besser. Okay, dann lasst uns. Erwartet ihr noch eben? Nein. Lasst uns Orks jagen. Oder zumindest die Schlümpfe. Ja, Schlümpfe. Schlümpfe sind gut. Alles klar, Schlumpf jagen. Seid ihr da? Jupp. Geht los. Leute. Sehr ruhig hier. Es ist eine absolut ruhige Gegend, ja? Schießt nicht einfach rum, das ist total uncool. Fällt der Ballast doch gleich um. Ah, ich habe was gefunden. Es geht hierbei einfach irgendwie so ein bisschen um die Stimmung, weißt du? Ja, auch. Der Kollege hält eine ganze Menge aus. Ja, der hier auch. Scheiße. Ich flüchte mal zu euch. Danke dir. Nee, so viel hält er nicht aus. Der hat ein Schild. Aber der ist echt gut. Juvi, alles okay bei dir? Nö. Weniger, ja. Bist du neugierig? Hast du auch da gefunden, ja? Ja. Komm da geweckt. Ach du Scheiße, die haben ja auch Schilde. Die haben Schildtürme. Hallo, Jungs? Ja? Es hat sich gerade angehört, als ob irgendwer aufgelegt hat. Hey, ich, also, bin, ich da. Bin da. Askanra? Askanra ist weg. Askanra ist voll auch tot. Da ist er raus. Jo. Naja, der kommt schon wieder. Super. Ich könnte jetzt den Bus gerade nicht abbrechen, weil die Stelle ist natürlich unglaublich hart. Kratzt mich wer? Okay, wo bist du da? Warum bleibst du nicht hier? Nein, scheiße. Ich draufkratzen wollte. Ich bin ja auch gerade am krepieren. Wir sind alle am krepieren. Oh, okay. Gut, und jetzt sollten wir mal eben eventuell. Weil das kommt sofort in die Ecke rein hier. Danke. Ach du Scheiße. Alter! Ich geh schnell Flo holen. Alter, wo liegst du? In der Hütte. Da oben auf dem Dach ist einer. Huhuhu, ist das anstrengend hier. Du bist ja gerade alleine, Ballas. Ja. Und wir gehen hier weg, Flo. Sorry, Jungs, ich bin gerade abgeschmiert. Ja, kein Problem. Ja, wobei doch. Muss ich da hin? Scheiße. Wie komme ich hier weg? Ja. Wir müssen den da oben auf dem Dach erst ausschalten. Nee, wir müssen einfach weglaufen hier. Wir müssen zum Ballast hin. Ich hab die hier gerade ganz gut unter Kontrolle. Ich komme hier nicht weg. Okay, einer ist down. Wollte Nachschub. Lauf! Lauf! Hier trifft er dich schon nicht mehr.
Alter. War das, hier trifft er mich nicht mehr? Was hab ich dann getroffen? Ja, nicht. Also hier ist relativ chillig, ja. Jetzt. So. Ich hab da oben steht noch einer auf dem Dach. Der ist schwer zu treffen da oben. Schön. Was war das denn? Alter, die Stelle hier ist echt hart, aber geil. Ich hab einen Checkpoint gefunden, also ich hab den nächsten Checkpoint aktiviert. Ja, sehr gut. Ich höre schon wieder einen. Ich komm gleich wieder zu euch. Oh, hier oben auf der Tasse ist nicht nur einer. Achtung, ich komm zu euch runter. Wir müssen zusammenbleiben. Redet ihr mich bitte auf? Ja, das sieht schlecht aus. Das ist einer am Boden. Nein, ich nicht. Auch nicht. Gib Deckung, gib Deckung. Sehr gut. Richtig lustig hier. Amsterdam. Sie haben Banditen angeheuert, um den Verkehr zu blockieren. Dann haben sie sie getötet, statt sie zu bezahlen. Ein Geschäftsgebaren, das sich kaum auszahlt. Alter, ist das hart hier. Ist hier gut. Ja, das macht unglaublich viel Spaß. Oh, von irgendwo werde ich beschossen. Ich brauche Hilfe. Du auch, ja. Was kann man, wo bist du eigentlich? Keine Ahnung. Ah, da bin ich. Der Wichser mit dem Schild. Endlich habe ich ihn getroffen. Lass uns eben doch was Kamera warten, bitte. Ja, das heißt bitte. Am Arsch. Oh, also, dem bleib, komm zurück. Wir müssen den Typen hier erstmal platt machen. Und jetzt warten wir auf Ascandra. Jetzt brauche ich keinen Arzt mehr. Wo seid ihr denn? Du musst dich dann ein bisschen durch die Stadt schlängeln. Es geht schon besser. Ich suche mir mal so ein bisschen Muni und Erste-Hilfe-Gedöns. Ja, bleib mal hier. Bleib einfach hier. Das werden wir gleich vorne versuchen. Beschossen. Ah, da seid ihr. Sehr gut. Er begrüßt uns mit einem Raketenwerfer-Shot. Natürlich. Boah, so. Alter, die Stadt ist riesig. Habt ihr mal auf die Karte geguckt? Ja, voll. Nein, ich. Oh, ich habe einen Stand-MG gefunden. Noch eins. Renn nicht so schnell vor, Ascandra. Hier muss man behutsam vorgehen. Hier müssen wir mit. Huch, was war das? Ja, ich habe den Kanister da drüben mal lieber in die Luft gejagt, bevor es irgendjemand anderes tut. Also so ein Gegner oder so, wenn einer von uns dran steht. Hier hinter uns brauche ich Hilfe. Wir gehen eben einmal rum, dahinter sind noch welche, dass wir die erstmal weghauen. Shit. Auf den Kopf schießen. Der brennt. Oder weg. Auf die Füße. Der Schrotflinte ist die Strategie groß genug. Ich schieße mit einem Revolver auf den Kopf, das ist ziemlich effektiv. Ach, da lobe ich mir meinen Raketenwerfer. Medikit.
Alter. Ist gut jetzt. Aus. Sitz aus. Ja, das dauert noch ein bisschen. So, Moment, bevor wir weitergehen, muss ich nochmal kurz die Nase bereinigen. Die Nase pudern. Oh, ich bräuchte Raketen. Ich bräuchte Granaten. Ich bräuchte. Was springt ihr da schon wieder, Leute? So, alles klar. Macht Ballas doch nicht mehr so nervös, dass man so hypernervös bei Shootern. Nee, aber ich meine, wenn ihr Zeug sprengt, Sprengungen machen Gebietsschaden, ne? Wenn einer von uns zu nah dran steht, dann kriegt ihr so auch Schaden dadurch. Ich bin mal gerade so frei und wechsle mal eben ein wenig meinen Class-Mod, um mir selber ein bisschen einen kleinen Schadensboost zu geben. Es gibt ja auch taktische Sprengungen, ne? Ja, taktische Sprengung, wenn es direkt hinter mir ist, ist das eine taktische Sprengung, wenn man es hochschreibt, ist klar. Ja. Das ist taktisch, um Ballas zu töten. Sehr genau. Gut. Oh, MG! Und immer langsam voran. Da vorne ist noch ein MG. Schuss, dann ist er weg. So. Ich brauche jemanden, der mich kratzt. Ich bin unterwegs. Danke. Ich werde dich nicht tragen. Alter. Das ist hart. Das ist richtig hart. Also man merkt es, glaube ich, gerade daran, wie wenig wir reden. Konzentriert wir gerade alles spielen auf einmal. Scheiße, keine Munition mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir in der Stadt überhaupt sind. Ich auch nicht. Hey, ich hab einen Verkaufsautomaten bekommen. Allerdings für Waffen, nicht für Munition. Ist egal. Oh. Revolver, 243. Guck mal eben, wo Juvia ist. Ja, ich bin noch hier am Kämpfen mit einem, der da oben noch rumsitzt. Raketenwerfer mal 3. Schieße ich damit 2 Raketen auf einmal. Ja, blöd. Nee, da ist meiner lieber. Aber den kriege ich aus der Distanz einfach nicht umgebasht. Muss erstmal Muni kaufen, das ist eine reine Verschwendung der Garde. Muss erstmal gucken, was ich irgendwie meinen ganzen Kram wieder loswerde. Also ich würde sagen, mal eben treffen beim Waffenhändler. Alter, also diese Gegner hier sind absolut nervig, ey. Oh, die sind unglaublich krass gepanzert einfach auch nur. Ja. Ah! Wenn die so krass gepanzert sind, sollten wir uns irgendwie mal Säurewaffen zulegen. Die fressen die Panzerung weg. Ja, aber woher nehmen, ne? Ihr könnt eure Artefakte ausrüsten, um eure Fähigkeiten zu Säurefähigkeiten zu machen. Ja, aber dazu muss ich ja nie ran. Das würde bei mir zum Beispiel überhaupt keinen Sinn ergeben. Na gut, ich hab ja mein Säurevöglein drin. Oder? Ne, Blitz habe ich im Augenblick, scheiße. Verdammt!